erst als Köchin meine Ausbildung angefangen, bin dann zur, wegen meiner Mutter, dass sie schwer erkrankte, bin ich zu Hause geblieben und habe sie unterstützt und habe sie zu Hause gepflegt. Und dadurch habe ich gedacht, warum mache ich das eigentlich nicht auch beruflich? Klar hat man erstmal Hemmungen, Angst, was passiert, warum Altenpflege, aber ich kann es einfach weiterempfehlen, weil es einen auch mitnimmt, Erfahrungen mitnimmt, man entwickelt sich weiter. Ich habe selber beim ersten Praktikum Angst gehabt, die Menschen, die Krankheiten, das Team an sich, wie wird das alles sein? Hört auf eure Gefühle, es ist meistens immer das Richtige. EFIM ist für mich eine Chance, Weiterbildungen zu bekommen, eine Chance, Herausforderungen und Erfahrungen zu sammeln. Meine Familie ist stolz auf mich, weil als muslimische Frau ist es schwer, in Pflegeberufen zu arbeiten. Wenn eine Frau jetzt einen Mann pflegt, ist es eine ganz andere Distanz, die man dann auf einmal nicht mehr hat. Man hat diese Privatsphäre nicht mehr. Und davor haben viele Angst. Man braucht diese Angst nicht zu haben. Man handelt eigentlich mit den anderen Menschen respektvoller. Vor allem, man achtet mehr auf die Menschen, wenn man anders ist. Ich kann es nur empfehlen.